Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Wir werden Ken und Barbie Behind the Scenes Mann im Mond Akt 2 rein da. Wer hätte es jemals für möglich gehalten, dass wir wieder an der Location sind, wo wir schon mal waren, bei diesem Musikvideo drin? Das war bei welchem Lied war das denn? Ich glaube bei dem Capital Bra Parodie, oder? Also ich dachte es mir schon, weil die Location mit diesen Quietschenten kam mir extrem bekannt vor. Ja, ich wusste, dass das jetzt die Stelle ist. Also ich wusste nicht, dass das ja auch alles in diesem Museum war. Ich habe das dann im Nachhinein erst gesehen auf der Instagram-Seite von, ich glaube, Thomas oder Julian. Ich weiß es nochmal. Heute in diesem war auch ein Banger-Song. Outfit, unauffällig gekleidet und auch nicht für Style bekannt. Aber wir haben noch jemanden, den ich auch für niemals möglich gehalten hätte, der bei einem Musikvideo mitmacht. Und das ist, liebe Freunde, Monsieur Yensono, a.k.a. Ken, Alter. Warum gibt es eigentlich zwei Kens in diesem Musikvideo? Das ist immer noch ein bisschen so ein Mysterium, oder? Hat das eine tiefere Bedeutung? Ich bin gespannt, wenn du noch die Perücke aufhast. Ja, ja, safe. Dann wird er gleich aussehen. Man wird gar nicht mehr wissen, wer der richtige Ken ist. Steht mir das? Ich hab's noch nicht gesehen. Wem steht das Outfit besser? Ju oder Knossi? Was sagt ihr? Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich finde, Knossi steht's besser, weil es bei ihm nicht so auffällig ist mit den Haaren. Etwas cringe. Und irgendwie generell, weiß ich nicht, fühle ich bei ihm ein bisschen mehr. Bro. Barbie ist auch schon da. Barbie ist da? Wo ist Barbie? Barbie? Das ist unsere Barbie. Von ganz weit her, Nürnberg. Von Nürnberg? Ken und Ken von Bibi, der Film. Gab es da zwei Kens? Ich habe den Film nicht geschaut, deswegen keine Ahnung. Ach so, okay, das würde actually sogar Sinn machen. Angerannt. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Extra für euch, liebe Freunde. Nürnberger Barbie hier. Nürnberg, aus Nürnberg kommt sie, oh. I see. Komm auch aus Nürnberg. Nürnberg angerannt. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Extra für euch, liebe Freunde. Nürnberger Barbie hier. Wusste ich gar nicht, funny. Das rennt die hoch, die macht. Knossi steht's besser, ja, also ich weiß nicht. Bei ihm kommt's authentischer rüber, sag ich mal. Ja, später. Ich bin Billionär. Knossi ist so ein funny Dude, ne? Der feiert schon direkt ab, bevor überhaupt irgendwie Aufnahmen am Start sind. Ich mag den, muss ich sagen. Also seine Streams kann ich mir nicht so geben, weil die komplett am Eskalieren sind, zumindest das, was ich damals gesehen habe. Aber an sich wirkt er extrem sympathisch. Ja, ja, so, oder? So, ja, so in etwa. Ja. So, oder? Bitte? Er geht voll auf. Nee. Oh, geil. Sorry, was war? Da merke ich, dass ich mal pausieren muss hier. Sorry, Leute. Bitte? Du sagst, wenn es dir geht. Nee. Oh, geil. Richtig gut aus. Oh. Ja, aber das steht schon fest, dass wir, wann wir in dem Flugzeug sitzen. Genau, ja. Steht schon fest. Genau. Das sogar, das habt ihr vorbereitet. Ja. Es gibt hier nichts mehr auf Freestyle. Boah, wenn am Ende nochmal vielleicht. Krass, ja, also dass ihr das jetzt schon wisst. Was müsst ihr über. Herr Knoss ist so beeindruckt von den Plänen. Aber ich muss sagen, Ju, vom Profil hast du auch legit aus mit dem Kostüm. Warum müsst ihr die eigentlich öffnen jetzt? Weil das hat legit Champagner drin, aber die beiden können ja jetzt nicht die ganze Zeit Champagner saufen. Und jetzt trinkst du die leer, oder was? Ich ex die jetzt. Ja, cool, mach. Alles klar, dann bin ich gespannt, wo der jetzt hinfliegt. Dürfen wir im Sinne für BTS, glaube ich, das Ding ist full on oder no? Doch, von mir aus, hau rein. Ja, was soll das denn hier Josh entscheiden jetzt? Oh, warum entscheidet er das eigentlich? Was war nochmal genau sein Job? Ich habe schon wieder verrafft. Also er war, glaube ich, so organisatorisch am Start, dass er plant, dass alles so Zeit in der Zeit bleibt. Komm. Ja, ist Druck. Oh wow, der ist ja gar nicht weit geflogen. Oh mein Gott, also ich dachte mir, das ist auch ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Das ist ja 5 Meter. Aber und der Strahl war auch ein bisschen lasch. Indien schlug. Und da wurde es mir klar, ich hätte besser bei Eternal God bestellen sollen. Ich fühle mich echt extrem wohl. Ich habe schon viele Kostüme in meinem Leben. Genau, sie fühlt sich extrem wohl in einem Outfit. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, es passt auch ein bisschen. Eben angehabt, aber es ist das erste, in dem ich mich wirklich auch identifizieren kann. Ich finde das auch das erste Kostüm, wo man gar nicht sieht, dass du ein Kostüm trägst. Das ist irgendwie wirklich total authentisch. Das könnte ja wirklich so sein. Meine Eltern haben eine Imagine Knossi ist sein Casual Look ist einfach das. Bauerei. Was machen deine Eltern beruflich? Geil, Knossi ist ready jetzt. Dann können wir ja schon die Shops mit Knossi machen, wa? Knossi, Knossi. Achso, eine rauchen. Ja, ja. Stunde hier in der Maske. Die 5 Minuten, die gehen wir hier. Life is your creation.
bisschen dicker. Zieh ein, zieh ein. Ich zieh Bauch ein, ja. Mama, ich zieh Bauch ein. Du musst ja vorstellen, wir sind voll weit weg voneinander und wir so, hey Ken, hey Ken. Weißt du, genau, ja. Shot, Musikvideo. Let's do it. Zieh einfach runter, 3, 2, 1, dann kannst du. Hä, hey, okay, aber die Location ist schon ein bisschen random. Ist das jetzt ein Museum oder was? Ich check's nicht ganz, weil hier wirkt alles so ein bisschen durcheinander. Vielleicht auch, weil sie da jetzt Sachen mitgebracht haben für die Aufnahmen, vielleicht deswegen. Aber es sieht ein bisschen zugestellt aus, alles hier. Hey, Ken. Meine Frau ist mir fremdgegangen. Und dann bin ich am Auto und sage, ah, schließ endlich ab, siehst du diese Elfen? Ja, aber es ist schon eine geile Location, ne? Also es ist auch so geil, dass ich so eine Location habe, wo ich so viele unterschiedliche Szenen habe, wo sie so krass hochwertige Sachen aufnehmen können. Das ist so ein Instagram-Museum. Ah, I see, okay. Sehen da und dann guckst du da aus dem Fenster, was wir sie da draußen sehen. Ich muss sie nach vorne beugen. Hier machen bestimmt immer diese ganzen Alphas ihre Insta-Posts, oder? Diese ganzen Alpha-Coaches oder die Coaches, die generell sagen, die sind nach Sylt fliegen. So. Ja, genau. Genau so. Ja, genau. Ja, aber wie soll ich sie ansprechen? Mega. Nee, ist es nicht, ne? Doch. Hi, ich bin die Ella. Eigentlich musst du nur sitzen. Und eigentlich bist du ja die ganze Zeit totally not impressed bei allem, was wir eigentlich singen und sagen. Okay. So. Wie hier sind Werte. Alle arm können sparen. Doch nicht für beide, man lebt nur einmal. Also, erstmal ballern wir hier gerade was durch. Also, es sieht auch auf jeden Fall nach einem sehr unterhaltsamen, sehr spaßigen Dreh aus. Was wirklich innerhalb ein paar Tagen entstanden ist, weil wir diese grandiose Idee hatten, Barbie und Ken zu machen. Und wir das auch nochmal rechtlich abgecheckt haben mit einem Anwalt, ob das alles klar ist. Ah, okay. Also stimmt, da muss man ja eigentlich voll aufpassen, dass man nicht irgendwie random eine Anzeige kassiert. Es ist aber voll stressig, dann ja solche Videos generell aufzunehmen, oder? Was wir machen, sieht alles super aus. Da haben wir uns zusammen mit geballter Brainstorm-Power daran gesetzt und dann kam dieser Text raus, der einfach todesfunny ist so. Und was da alles doch ein bisschen zwischen den Zeilen steckt, ist halt auch nochmal geil, ne? Was müsst ihr für euch selber interpretieren? Da gehen wir jetzt dann im Nachhinein auch rein, nochmal in das Vollversionslied. Da versuche ich dann auch auf die Zeilen einzugehen, wenn es klappt. Mal schauen, ob ich da überhaupt hinterherkomme im Brain. Ich will euch gar nichts vorgeben, denn Interpretationsfreiheit, liebe Freunde. Beep, 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 beep. Sie guckt uns an und sie sagt, ist das hier euer Ernst, ist die toxische... Das war einfach so ein Greenscreen-Room, also das sah ja richtig gut aus in dem, was man gesehen hat. Ich glaube, da hat man ja schon Szenen gesehen im Auto, oder? Wenn ich mich nicht falsch erinnere, doch, müsste schon sein. Jetzt kommen jetzt alle an, können wir sparen. Sie zieht's richtig durch das Not Impressed sein. Doch nicht für beide, man lebt nur einmal. Du musst jetzt schön fahren. Guck mal zu mir und dann guckst du rüber und tust, als wirst du wegfahren. Go! Stimmt, man hat es schon ein bisschen gesehen. Es sah schon sehr strong aus in dem Auto. Richtig krass. Eigentlich cool. Guck nur kurz, reicht das sonst immer? Weil ich performe jetzt meine Lieblingszeile. Alle Arm können sparen. Also, das ist auch so eine Line. Das ist doch safe aus der Steuerung F-Doku, oder? Doch nicht wir beide. Alter, das ist so geisteskrank. Wie freudig wir auch. Alle Arm können sparen. Das ist alles geisteskrank. Ich hasse, dass es so gut ist. Okay, Kamera läuft. Alle Arm können sparen. Doch nicht wir beide, man lebt nur einmal. Scheiße, wie das Oberteil auch bei mir spannt. Das ist Wahnsinn. Ja, ist funny. Ich guck nur einmal leider in die Kamera. Die Armen sollen sparen, aber doch nicht wir beide. Und schau mich an, superreich, krasser Täter der Haut. Ich find's so geil, wie Knossi das fühlt, muss ich sagen. Das war schon dumm. Lächelt sie überhaupt einmal in dem Video, Lena? Nee. Barbie, die Arrogante. Musik kommt. Die perfekte Online, ich bin Alpha. Ja. Meinst du im wahren Leben, wenn jemand zu einer Frau sagt, ich bin Alpha, zieht? So einem Outfit sicherlich. Ich glaube nicht. Ja, mega. Ciao. Ja, ciao. Okay, hätten wir das mal gefilmt jetzt. Oh no. Ist das hier das euer erste war sogar perfekt scheinbar. Ernst. Sorry, ich hab so. Sorry. Ich verkack sie jedes Mal. Sorry. Soll ich dich Gwendo nennen? Du kannst oder? Gwendo oder Ella sagen. Oder Ella. Hi, ich bin die Ella. Soll ich dich Thomas oder soll ich Mark nennen?
Soll ich dich Arschloch nennen? Er soll sich wegkriechen. Ich würde so eine Regel machen, wenn ich irgendwann mal rein muss, dass man eine Regel macht. Er guckt nicht hin, weißt, unter die Decke und Waschbecken an. Macht meine Freundin oft immer, wenn sie geht, hört so, Waschbecken läuft. Dass ich nicht höre, weil man denkt ja, Frau, mach mich nochmal. Oder wenn Schau, was hast du? Niemals. Geht das nicht? Ich versuch's sie mal zu verstecken, aber Thomas, der Schlingel, der versucht sich schon immer auf die Kamera zu kriegen, ne? Wieder auf? Ja. Nie mehr. Komm, aber einmal probieren hier für 3 Euro. Mensch, 3 Euro, einmal 5 Euro. Alter, was habt ihr alles für komische Locations da? Also, es ist so komplett random. Einmal so ein Privatjet und dann noch das Barbie-Car und dann hier noch so random, so, keine Ahnung, Volksfestbuden. Was passiert? Mal 6 Bälle jetzt. Mal dein Glück probieren wollten für die Dame. Knossi passt auch bei der Personality perfekt da rein in diese Bude. Mal einen Teddy mitnehmen. Die Frau will doch bestimmt einen Teddy haben. Auf jeden Fall. Nein, den Flamingo. Den da. 3 Bälle in Dreier und ab geht's. Ja. 2 Bälle hast du noch, komm. Ja. Jetzt aber, komm. Ja. Leider nein. Sorry. Es muss auch für sie richtig schwierig sein, ernst zu bleiben, während Knossi so hinter ihr rumhampelt. Wir machen dann, weil das Night ist. Weil nach links, ne? Also der Teddybär lenkt mich übertrieben ab. So, guck mal hier rechts. Mit exotischen Tieren, höre nicht auf Kritik, weil das Night ist. Knossis Lächeln noch, ne? Er hat so ein richtiges Schwiegersohn-Lächeln. Geil! I'm a Barbie Girl. Come on, Barbie, let's go party, ja? Let's go! Wir sind Billiardär! Ist das geil. Geil. Wie läuft Jetlag? Jetlag ist wie... Boah, ich bin jetzt so gespannt aus Vollversionslied, ne, was sie da noch alles eingebaut haben. Jetset? Ganz natürlich in meinem Leben. Geht jetzt wieder, weil jetzt ist wieder eine Uhrzeit, wo wir normalerweise, glaube ich, aufstehen würden. Jetzt geht's irgendwie, jetzt hast du halt mal durchgemacht. Genau, dreh dich mal so ins Bild rein. Hä, war das jetzt kurz nach Ding oder was? Nach den Seven vs. Wild Folgen? Hat er noch einen Jetlag? Wieder eine Uhrzeit, wo wir normalerweise, glaube ich, aufstehen würden. Jetzt geht's irgendwie. Wenn ich es richtig verstanden habe, aber der hat noch Jetlag, weil er gerade zurückgekommen ist, Junge. Und dann instant rein in den Musikdreh. Hast halt mal durchgemacht. Genau, dreh dich mal so ins Bild rein. Mein RTL. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das war das Bällebad, oh mein Gott. Ich muss sagen, das hat man ja auch schon gesehen im Video. Aber ich habe das mir viel, viel größer vorgestellt. Also, das sieht ja so aus, ob es hier schon zu Ende ist, oder? Ich dachte, das ist ja richtig riesig. Barbie! Die Frau muss man jetzt auch die Haare hier drin machen, ne? Jens, wir können auch so machen. So drin. 6, 7, 8. Wir sind Billardär. Doch das Leben ist schwer. Als Billardär, will man immer mehr. Ihr Face, ne? So komplett neutral einfach. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Aber lass uns Plastik spüren, deine Welt. Ich höre gar nichts mehr. Ich höre auch gar nichts. So, wir sind Billardär, doch das Leben ist schwer. Als Billardär. Ah, okay, das. Keine Ahnung, hier sieht man auch, dass es einfach. Halt wirklich zu Ende ist. Beziehungsweise man sieht es nicht, weil man denkt, das ist viel riesiger. Also ich dachte es zumindest. Was passiert, Alter? Boah, mein Knossi wäre es nicht mal direkt aufgefallen, weil seine Haare drunter einfach eine ähnliche Farbe haben. Strong. Ja, perfekt. Geil. Ich glaube, das ist der letzte Shot. Hier bin ich, Schatzi, dein Ken. Barbie ist auch da, die echte. Alles aus Plastik, Sparren mit den Absicht. Kann ich nicht sitzen? Das würde ein Ken niemals tun. Wir sind Männer, der Stopp, Mann! Jetzt ein bisschen tiefer, bitte. Nicht auf Arsch, ehrlich. Genau, am Anfang, sorry, aber. Schweißausbrüche so. Mach an. Wie sie uns gefällt, alles aus Plastik, spann dich mit Absicht. Yo! Oh mein Gott. Das
gibt's denn noch alles, Alter? Die haben ja echt fast alles ausgenutzt, ne? Diese Schaukel hatten sie vorhin kurz benutzt. Diese, ja, Junge, so viel, was es ja für unterschiedliche Locations gibt in diesem einen Museum. Ist eigentlich richtig praktisch für so Musikdreh. Mega! Mega! Was? Strong. Okay, und jetzt leider, weißt du, was das Schlimme ist? Back to life. So, Alter, es ist natürlich noch viel zu früh, um schlafen zu gehen. Deswegen haben wir uns gedacht, ey, wir recorden den Song einfach noch. Weil wir habt ja gerade gesehen, wir haben ja gerade nur auf meiner Stimme recorded, aber... Knossi ist noch voll in der Mut. Ich glaube, wenn er es jetzt recordet, dann bringt er die Mut perfekt rüber. Jetzt wird dem Ganzen noch ein bisschen Leben zugegeben. Ey, es war alles krass, muss ich echt sagen. Auch krasse Produktion hier. Was hier, wie das abgelaufen ist. Sehr, sehr, sehr krass. Wir haben durchgezogen bis zum Ende. Boah, ey, du wir, auch. Ja, wir ziehen jetzt noch durch. Der Song, das muss alles im Kasten. Aber, also finde ich schon ein krasses Kompliment von Knossi, weil, ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat er ja auch schon mit Fernseherfahrung gemacht. Also er war auch mit dem Fernseher unterwegs, also traditionelles Fernsehen, wie auch immer man das nennen mag. Und dass er dann sogar hier sagt, das ist krass organisiert, das ist krass produziert, finde ich, ist ein gutes Kompliment an der Stelle. Und das Ziel ist natürlich, dass wir irgendwann vielleicht uns nochmal zusammentreffen und sagen, wir machen eine Vollversion. Es ist so weit wie... Achso, da war das noch gar nicht... festgestanden, dass sie eine Vollversion machen. Die Vollversion, liebe Freunde. Geil. Gehen wir auf Tour. Stell dir das mal vor. Und dann sind wir so auf dem Cover. Ding. Wir sind Milliardär. Wer die Milliarde nicht ehrt, ist die Billiarde nicht wert. Ja, genau. Das ist ein Albumtitel. Mit so Titeln wie Es war so traurig, als ich Milliardär war. So, hast du was, damals? Bist du was? Und die Bilder. Du musst nichts los. Ein Hit nach dem anderen. Sieht man es leider nicht. Egal. Für die Leute, die mehr wollen. Was trinkst du? Nee, Kaffee nicht mehr. Ich trinke Tee. Hey, auch die Mutti, muss man ehrlich sagen, die Frau Bam. Super lieb. Hey, Frau Bam. Geiler Spitzname. Ich bin so gern mit deiner Mutter im Auto gesessen. Ich hab die so gern gefahren. Aber ich hatte das Gefühl, deiner Mutter, ich fahr zu langsam. Kann man auch ein bisschen schneller fahren. Ja, ja. Kann man auch ein bisschen schneller fahren. Sagt, sie hat gesagt. Ja. Oder so Sätze wie, bisschen Krypto ist auch nicht falsch. Deine Mutter ist Wahnsinn. Yeah. Okay, ich muss mich jetzt, muss mir richtig Mühe geben. Also wenn du irgendwie hörst, ich muss es anders betonen, sag's mir ruhig. Ja. Schau mich an, machen super reich, krasser Tan auf der Haut, krasser Tan. Ja, da frage ich mich jetzt, ob er es direkt instant hinbekommt, weil hat Knossi Erfahrung mit Singen? Also ich glaube nicht, oder? Außer ich habe irgendwas komplett verpasst. Krasser, genau, das krasser Tan, schau mich an, super reich, krasser. Scheinbar Naturtalent, nevermind. Krasser Tan auf der Haut. Okay, nicht schlecht. Nee, er ist kacke. Versuch weniger zu singen, eigentlich mehr zu sprechen. Schau mich an. Die perfekte Jawline, ich bin Alpha. Das klingt auch so ein bisschen nach Ken-mäßig. Ich bin Alpha. Das ist ja der Beton. Alpha. Ich sing jetzt wirklich, jetzt kommt Whitney Houston, Mariah Carey. Jetzt kommt sie. Schau mich an, superreich, krasser Tan auf der Haut. Die perfekte Jawline, ich bin Alpha. Okay, krass. Also, ich find's krass. Ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Absoluten Respekt, ich könnte überhaupt gar nichts singen. Ich bin komplett schlecht, was das angeht. Und er kriegt es einfach so hin, nebenbei. Ist geil. Verdammte Scheiße, das geht. Das kann echt. Alter, ey, was? Kann die Charts gehen, ne? Kann singen, das ist hier. Geil. Eigner Zoo. Natürlich. Richtig bescheiden auf einmal. Guck mal hier, mit exotischen Tieren. Genau, ich glaube, aber dann darfst du nicht noch mehr drücken, sondern du musst versuchen. Eigner, ja, mach mal. Eigner Zoo, guck mal Eigner hier. Eigner Zoo, guck mal hier. Genau, okay, hab ich. Eigner Zoo, guck mal hier, mit exotischen Tieren. Das ist geil, aber ich glaube, du musst noch mehr genießen. Dieses Zoo, guck mal hier, Tier. Eigner Zoo, guck mal hier, mit exotischen Tieren. Fuck. Wie Ju einfach direkt in seinem Rücken steht, Alter. Höre nicht auf Kritik, weil das Neid ist. Oh, ja? Ich sag's euch, es ist nicht so einfach. Leute denken immer, man nimmt Musik auf. Nee, ich glaube, es ist, also, nee, wirklich, ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach. Es ist richtig schwer, glaube ich. Also, vor allem überhaupt gar kein Taktgefühl dazu wie ich, ist unmöglich, irgendwas aufzunehmen. Was, ne? Aber das ist wirklich schwierig. Höre nicht auf Kritik, weil das Neid ist. Ich glaube, der war es. Ich war, bin mir auch nicht sicher. Das sind aber auch geile Lines, ne? So Lines, die man auch häufiger schon von Influencern gehört hat oder meinen könnte, sie von ihnen gehört zu haben. Jetzt hört sich alles gleich an. Eigner Zoo, guck mal hier, mit exotischen Tieren. Höre nicht auf Kritik, weil das Neid ist. Den finde ich geil. Ja, der ist richtig. Der ist jetzt geil richtig. Geworden, ja. Der ist jetzt richtig. Ja. Jetzt hört sich das auch cool an. Du siehst auch, wie Ken gerade lächelt dabei. Ja. Das ist wichtig. Der fühlt sich geil dabei. Eigner Zoo. Mit exotischen Tieren. Mir gehört der Gardasee. Was hast du? Weißt du, so, ja, so ist Ken bei uns in den Rollen, ne? Alle arm können ja sparen. Doch nicht für beide, man lebt nur einmal.
Nur einmal, das war ein bisschen zu viel gerade. Ja, ja. Okay, hier ist Betonung. Ihr habt es echt gut abgeändert. Von der Tonlage komplett anders. Ja, das war die Schwierigkeit auch. Man hört, dass es trotzdem Barbie Girl ist, geklaut. Ja. Okay, jetzt komm. Sagt sie es. Nee, aber ich finde, man erkennt auf jeden Fall, wo der Ursprung ist. Aber es hört sich jetzt nicht eins zu eins danach an. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich dieses Originallied so lange nicht mehr gehört habe. Ne? Jetzt habe ich Attitude, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich Goethe. Als Milliardär will man immer mehr. Ja, das geil, war er. Ich war fand, geil. Da ist Attitude, Lachen dabei, bisschen Start. Druck, bisschen von allem. Weil das kann echt sein, dass das eine Nummer 1 wird in Deutschland. Das kann ja wirklich passieren. Weil never mind, Leute, Knossi hat schon ein Lied, ne? Der hat doch Alge, dachte ich. Wie konnte ich das vergessen? Also er hat auf jeden Fall Erfahrung mit Singen. Aber trotzdem, finde ich es trotzdem extrem beeindruckend. Wenn das so geil ankommt. Meinst du? Das wäre krass. Und wie heißen wir als Interpret? Ken und Ken? Julian Bums, ich war da. Danke euch fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen. Daumen nach oben und Abo da lassen. Die müssen das nicht machen, die Community. Macht's nicht. Nee, macht's nicht. Macht mal Daumen runter. Geiles Video. Oh, sehr geiles Video, unterhaltsam. Lasst Julian Bam auf jeden Fall einen kostenlosen Abo auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.